Smart Notebook Tutorials, Thema heute, Zuordnungsübungen. Ja, okay, wie erstelle ich so eine Zuordnungsübung? Zuerst brauche ich natürlich eine Überschrift. Hier schreibe ich mal, ich mache dieses Beispiel mit der Mathematik, die Zweierreihe. Einmal verschrieben, das macht aber nichts. Und ich brauche natürlich eine Anweisung. Ja, ziehe alle Zahlen. Der Zweierreihe in den blauen Eimer. Jetzt habe ich hier das Problem, dass das nicht in einer Zeile steht, deswegen mache ich dieses Textfeld etwas größer. Ein Ausrufezeichen fehlt noch. Okay, damit wäre ich fertig. Jetzt brauche ich eine Standardform, das ist die Standardform des Trapez. Die ziehe ich mir hier einfach auf. Okay, gehe zurück zum Auswahlwerkzeug, markiere diese. Die muss ich ja noch rumdrehen, damit es auch aussieht wie ein Eimer. Das habe ich hiermit getan. Klicke dann entweder hier oder dort auf Eigenschaften und fülle diese mit einer Farbe. Wenn ich die Linie noch ähnlich haben will, fülle ich auch diese, indem ich auf Linienstil klicke und dann auf Farbe auch noch. Okay, damit wäre ich jetzt eigentlich fertig und möchte dieses Objekt noch einfach mal verankern, damit es nicht weggeht. Okay, so, jetzt brauche ich noch verschiedene Textfelder. Ein Textfeld mit 2. Und 1 mal 2 gleich 2. Das setze ich mal noch, zentriere ich mal noch und mache das Textfeld etwas kleiner, weil das ja viel zu groß ist. Jetzt brauche ich hier unten diese Farbe, das muss ja weiß werden, damit man es in diesem Bereich nicht sieht, beziehungsweise im Eimer sieht. So, damit wäre ich fertig mit meinem Textfeld. Ich probiere es mal aus. 2, einmal 2 ist 2. Okay, das kann ich jetzt klonen. Und zwar brauche ich das 9-mal geklont. Das könnt ihr euch aber vorstellen, wie das geht. Oder das können Sie sich vorstellen, wie das geht. Und jetzt schreibe ich hier einfach was anderes rein, nämlich die 4. Und gucke hier unten mal, da muss ich natürlich dann 2 mal 2 gleich 4 schreiben. Wir probieren es aus, ob es stimmt. Okay, jetzt brauche ich natürlich noch falsche Zahlen. Dafür klone ich das Ganze wieder. Klicke also hier auf Klonen und schreibe mal eine falsche Zahl hin. Zum Beispiel die 5. Ja, und dann müsste ich hier unten natürlich keine Lösung schreiben, sondern einfach nur falsch. So, jetzt habe ich ein Beispiel für eine falsche Zahl und zwei Beispiele für richtige Zahlen. Ihr könnt euch vorstellen, wie es weitergeht. Ich klone dies und verändere immer die Zahlen. Und hier klone ich auch und verändere diese entsprechend. Gut, vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr es verstanden habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und noch einen schönen Tag.